Purple Jewel Disc. Komm. Lass dich abbauen. Warum nicht? Wo ist dein Problem? Ist das ein Bug im Spiel? Ich kann sie nicht abbauen. Ah, und das alte, was ich mir zusammengebastelt habe, ist alles verloren. Also zusammengesucht habe. Das müsste hier irgendwo vielleicht eventuell rumdümpeln. Aber darauf kann und will ich eigentlich auch nicht hoffen. Oh. Ha, bisschen Zeugs sammeln. Ist auch mal gut. Ja, wir haben noch ein bisschen Platz. Ja, mehr Kupfer, mehr Kupfer, mehr Kupfer. Das ist eine gute Kupfermine. Die Shellplatten lassen sich auch nicht abbauen. Das scheint ein Bug im Spiel zu sein. Oh, wir sollten mal an die Luft... also Luft holen. Ja. Jetzt die Frage, was können wir jetzt noch großartig machen? Rein theoretisch eigentlich nichts. Wofür brauche ich den Computerchip? Ach, für den Kompass. Genau, den wollte ich mir machen. Das ist jetzt eben gerade scheiße. Das ist absolut scheiße. Nur weil das Ding einmal unter Wasser gezogen wurde. Ich speichere mal und lade nochmal neu. Vielleicht haben wir ja Glück. Und dann funktioniert es wieder. Survival muss nicht unbedingt Action bedeuten. Survival bedeutet auch einfach nur Überleben. Und Subnautica ist halt eben, ich sag mal, weniger Action, mehr Entspannung. Zumindest für mich. Ich entspanne das. Hey Fahne. Schön, dass du da bist. Und danke für den Follow. Versuchen wir es nochmal. Hey, Zytox. Ganz gut. Bis auf, dass ich das Spiel anscheinend gebuggt habe. Also, es ist ein bisschen ärgerlich, ein bisschen nervig. Also, ich finde es ein bisschen schade. Ich hoffe ja nicht, dass es kaputt ist. Ansonsten müsste man rein theoretisch neu starten. Um zu schauen, ob da das Spiel dann auch kaputt ist. Moment, wo kommt jetzt der Nova-Zielbot her? Nova, ist das dein Bot? Seit wann ist der denn da? Ich krieg nichts mit. Ich bin eben gerade zu beschäftigt, da mich mit Korallen rumzuärgern, die sich nicht abbauen lassen. So, da seid ihr. Aber der scheint noch nicht ganz so zu funktionieren, ne? Ja! 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 Wir können uns ein Computership bauen. Ja! Wir können einen Kompass bauen. Ja! Damit haben wir das erste Mini-Ziel erreicht. Ja! Das ist voll Koralle. So. Computership!
Oder ein Thermometer. Ne, den Kompass. Bäm! Jetzt haben wir den Kompass. Ihr müsstet den eigentlich auch sehen. Ziemlich gut sogar. Genial. Müssen wir bei uns tragen. Das müssen wir bei uns tragen. Das beides müssen wir bei uns tragen. Dich können wir mal wegschmeißen. Und dich ebenfalls. Ihr nehmt zu viel Platz gerade im Inventar ein. What the fuck? Wie viel Kupfer habe ich denn bitte gesammelt? So, jetzt nochmal zurück zu dem, was wir eigentlich machen wollen. Ich muss mich jetzt nochmal schlau machen, was genau wir dafür brauchen. Oder aber jemand ist so nett und postet mir das nochmal, weil anhand dessen, was hier steht, ist es ja nur erahnbar. Plasteel Ingot. Gibst du mir mal ein Blatt? Das schreibe ich mir jetzt auf. Okay, also wir brauchen extrem viel Silber. Also. Plasteel Ingot. 5-mal. Enameled Glass. 5-mal. Und das Advanced Wiring Kit. Und so, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Flupp. Hi Nimit, 1001 oder 1001. So, für das Wiring Kit. Wow, hey, danke Fahne. Hey, hello, ich abonnierte dich damals, als du Need for Speed Let's Play hast. Und das war eine echt geile Zeit. Ich bin froh, dass du immer noch der Alte bist und dass es hoffentlich immer so bleibst. Danke, Fahne. Ich gebe mein Bestes. So, dafür brauchen wir 2-mal Gold und für den Computership Silber. Quarz und das andere Zeug kann man sich immer mal so besorgen. Das ist gar kein Problem. Gut, damit fangen wir damit an. Das ist mein erstes Ziel, was ich erreichen möchte. Dass wir das Advanced Wiring Kit zusammenbekommen. Dafür gehen wir jetzt erstmal mal hin und jagen Fischi. Fischi, Fischi, blub, blub, blub. Wenn hier mal Fische wären. Fische! Hallo! Da! Da sind die Fische, die ich suche. Da. Boah, ihr seid echt schlecht zu erkennen, wenn ihr so schwimmt. Könnt ihr nicht immer seitwärts zu mir schwimmen? Dann sehe ich euch auch. 2 Stück, 3 Stück, 4 Stück. Ja, 3 bis 4 sollten reichen. Na, komm her. Plupp. Damit wir genug Wasser haben. Zack. Jetzt brauchen wir noch Salz, oder? Na, ist egal, wir nehmen Salz mit. Salz liegt hier rum. Wenn es hier gerade rumliegt, dann kann man es auch mitnehmen. Soll ja nicht schlecht werden. Als ob Salz schlecht werden könnte. Ich weiß nicht, kann Salz schlecht werden? Ja. Ach. Okay, wir müssen die nehmen, die sich hier reinbacken. Weil die so schön einfach zu fangen sind. Oh, wir sollten mal kurz wieder Luft holen. Habe ich da eben gerade nochmal Salz gesehen? Ja, Dehydration wurde entdeckt. Da arbeite ich ihm gerade gegen an. Spiel, aber danke für die Info. Mach ich gleich Batwolf. Sekunde. Na, mach ich jetzt schnell. Spiel ist ja jetzt pausiert. Oh jo, ich sehe. Donation. Bisschen nach rechts verschieben. Perfekt. Jetzt passt es wieder, hoffe ich. Quarz. Haben wir noch genug? Ich glaube, wir haben kein Quarz mehr einstecken. Dann nehmen wir nochmal Quarz mit. Ich weiß nämlich jetzt im Grunde ehrlich gesagt nicht ganz genau, was wir für die Flaschen brauchen. Ja,
Es hat mir mal wieder die Sachen rausgeschmissen. Ich hoffe, die verlieren wir nicht. Ansonsten werde ich irgendwann stinkig. Ach, wir brauchen nur die R6 dafür. Na, das ist ja praktisch. So, dann machen wir noch einen Pieper. Gekochten. Gut. Hauen uns das Wasser rein und auch den Pieper. Und damit sieht das wieder gut aus. 2 Gold, 3 Silber. Können wir noch eine Batterie machen für unterwegs? Das wäre ziemlich praktisch. Ja, können wir machen. Ist gar kein Problem. Da. Dafür brauchen wir nur einen Acid Mushroom noch. Dann machen wir uns noch eine Batterie für unterwegs und holen uns mal ein bisschen Silber und Co. So, wo ist mein... Da ist mein... So, warum ist die Energie wieder voll? Naja, ich beschwere mich nicht. Das ist Norden. Wir fahren nach Westen, war das, glaube ich, gewesen. Ja, genau, Westen. Zu dem großen meeresgrünen Feld, was wir da gesehen hatten. Das ist ja praktisch, die Energie lädt sich wieder auf. Und gehen mal auf die Jagd. Oh yeah, baby. Eine Runde jagen. Nach Silber und Co. Hier könnte schon was sein. Zwar kein Silber, aber Kupfer. Kupfer haben wir aktuell genug. Lass mal liegen. Ja, dass ich mal Kupfer liegen lassen würde. Nachdem wir gestern so ewig und drei... Naja, Titanium brauchen wir auch gerade nicht. Haben wir auch ewig und drei Tage viel. Außerdem findet man Titanium überall. So gefühlt. Ja, das ist doch perfekt. Silber. Super. Au, 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 au. Geh weg. Ausgewichen. Schweinebacke, du. Na, so. Gold. Nice. Noch einmal Gold und wir haben schon Gold genug zusammen. Silber haben wir. Quarz haben wir auch. Noch einmal Gold. Dann haben wir das Wiring, das Advanced Wiring Kit zusammen. Wenn ich mich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise verrechnet habe. Was ja vorkommen könnte. Bei 60 Meter finden wir Gold. Das ist geil. Ich höre schon wieder komische Geräusche. Ah, Kupfer. Metal. Hat es hier vielleicht noch mehr? Von den Steinchen, die man abbauen kann. Ne, sieht nicht danach aus. Ich würde gerne die Höhle nochmal wieder finden. So, schön langsam, damit wir hier auch möglichst viel von der Umgebung sehen. Da. Nochmal Silber, perfekt. Kann man diese Lianen eigentlich abbauen und wenn ja, wofür? Haben die einen Sinn? Ich meine, die sehen ja wunderschön aus, aber wenn man sie abbauen kann, was ich glaube auch mal angezeigt wurde, was kriegt man daraus? Also was kann man damit anstellen? Ah, die haben wir sogar nochmal abgebaut. Die sind einfach nur zum Essen für zwischendurch, ne? So ein kleiner Snack war das. Mehr für mehr waren die gar nicht. So, da haben wir noch so ein schönes Steinchen. Gold, perfekt. Oh, hi. Dich nehmen wir auch noch mit. Na, Titanium, warum nicht? Gut, damit haben wir unsere erste Komponente fertig. In die Richtung, genau. Da ist unser Zuhause. Ab geht's wieder zurück. Unser erstes Teil zusammensetzen. Das Advanced Wiring Kit. Dann brauchen wir nur noch das Enamed Glass und das Plastic Ingot. Wovon ich keine Ahnung habe, wo und wie wir das produzieren. Muss ich dafür noch irgendetwas besitzen, um das zu produzieren?
sollte mein U-Boot reparieren. Ach, 46%, das hält noch ein bisschen. Außerdem baue ich mir jetzt das große gleich. Also von daher, da kann das Gelände auch kaputt. Nein, wobei, das kann man ja drinnen parken. Was? Für was? Ja, mach ruhig. Ist okay. So. Das Wiring Kit? Moment, habe ich mir den Computership? Ach, okay. Ja, doch, doch. Alles gut, alles gut, alles gut. Die hatte ich mir nicht aufgeschrieben, weil ich es mit... Warum ist das so grün? Warum ist hier alles so grün? Oh nein, wir haben den Ozean voll gepupst. Ist alles grün geworden. Sand und die Zähne. Och, nicht schon wieder, oder? Oh, nicht schon wieder! Das ist doch Bullshit! Ah, Mann! Spiel, warum? Was ist dein Problem? Ah, okay, wieder speichern, beenden, neu starten, damit das Messer wieder versucht. Wieder funktioniert, meine ich. Das ist nervig. Und das sollte einen nur zurück ins Menü schmeißen. Das wäre sinnvoller, anstatt dass man jedes Mal wieder komplett neu starten muss. Weil das Spiel beendet sich dann wirklich. Ja, starte Subnautica. Ja, starte Subnautica. Gut, dankeschön. Dann brauchen wir nur noch zwei Teile. Sand plus Zähne für das Glas. Ja, das wäre wirklich praktisch. Da hast du recht, Bad Wolf. Ich hätte ganz gerne den Soundtrack von dem Spiel. Ich finde den mega cool. Nein, das Silt, das Bild mit Ed, den Namen, der gefollowt hat. Als Begrüßung, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe. So, dann wollen wir jetzt endlich aber hier die Korallen abbauen. Nehmen wir jetzt einen kleinen Vorrat mit. Mal wieder. So. Du musst auch noch sagen, dass es inklusive, also dass da noch die Versendungskosten mit dazu kommen. Ne? Gut. So, Advanced Wiring Kit. Job done. Zack. Jetzt ist dann aber die nächste Frage, da. Glas. Und für Glas brauchen wir Quarz. Das heißt, wir müssen auf Quarzsammlung gehen. Klasse. Quarz gibt's ja hier, wie Sand am Meer. Eigentlich eher weniger. Aber man muss schon ziemlich gut nachsuchen. Es liegt hier ja meistens in diesen Grünen. Da? Nein, es war nur Sand. Ja, nur Sand. 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 Noch mehr Sand.
Ach, es hat hier überall Sand, das ist echt toll. Sand, 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 Sand. Jede Menge Sand. Unendlich viel Sand. Und kein Quarz. Hatte ich nicht ewig und drei Tage viel Quarz und habe das beiseite gelegt? Ich glaube schon, warte mal, lass mich nochmal nachgucken. Und wir brauchen mal wieder Essen. So. Also. Haben wir noch Essen? Pieper, Huberfisch. Wir brauchen Salz dafür. Okay. Ach, meine Boxen sind ja jetzt draußen. Die sind ja jetzt nicht mehr drin, ne? Wie sie ursprünglich mal waren. Quarz? Nein. Quarz? Nein. Quarz, Titanium, Quarz. Da haben wir doch das Quarz, was wir gesucht haben. Dafür machen wir hier mal die Jewels rein. Und dich. Nehmen die Batterie noch mit. Falls wir die noch brauchen. Ein bisschen Salz haben wir auch. Das ist sehr schön, aber nicht genug Salz, um was zu essen herzustellen. So, dann können... Doch, können wir. Ha, Pieper, der bringt uns mehr Leben. So, dann brauchen wir Glas. Und zwar Unmengen an Glas, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, doch, warte mal, wir brauchen 5 Stück von Enemet Glas. Das heißt, wir brauchen noch 5 Glas und 4 Glas und 4 Stacker-Tools, wenn wir das jetzt so herstellen. Das braucht jedes Mal 3 Quarz, krass. Das heißt, wir brauchen 12 Quarz noch. Oh, ja. Das könnte dauern. Oh, Quarz. Gut, dass es jetzt dunkel ist. Dann findet man das Zeug leichter. Weil Quarz leuchtet ja so schön im Dunkeln. Wie wir ja alle wissen, das ist radioaktiv. Da ist nochmal Quarz. Perfekt. Ah, das ist super. Quarz? Ich brauch Quarz spielen. Ich will mir Quarz. Quarz also bin ich. Ich sehe nirgendwo das wunderschöne Leuchten des Quarzes. Scrap Metal. Ja, toll. Das brauche ich aber nicht. Habe ich da eben gerade... Nein. Sah nur so aus. Quarz und Salz, das sind eben gerade die Ressourcen, die ich brauche. Salz sehe ich. Oh, sogar direkt zweimal. Perfekt. Das nehmen wir mit, bevor wir auftauchen. Oh, Quarz nehmen wir auch mal mit. Dann müssen wir aber wirklich auftauchen. So. Auftauchen! Warning, Oxygen. 10%. So, mehr Quarz. Da, Quarz. Oh, das Spiel macht mir sogar nochmal eine Anzeige oben drüber. Das ist sehr nett. Dankeschön. So, es beginnt auch so langsam wieder heller zu werden. Das heißt, Quarz ist jetzt wieder schwerer zu sehen. Aber ich sehe Salz. Na, wenn schon kein Quarz, dann zumindest Salz. Was sagt unser Inventar? Wir haben noch ein bisschen Platz. Da gibt es Quarz. Ich habe es genau gesehen. Nein. Salz wollte ich. Das Quarz und hier hinten war, glaube ich, auch nochmal. Ne, Scrap Metal, okay. Ärgerlich. Brauchen wir aktuell nicht. So, hat's denn noch irgendwo. Irgendwo so ein bisschen. Pieper nehmen wir auch nochmal mit. Quarz. Wir brauchen insgesamt 12 Stück. Wir haben aktuell 6. Das heißt, wir haben die Hälfte an Quarz schon gesammelt, die wir brauchen. Platz haben wir noch? Nicht genug für alles Quarz. Dann können wir alles mitnehmen, was wir finden. Alles klar. Auch so Fische zum Essen machen. Und zum Trinken machen.
Das ist doch perfekt. Da ist nochmal Quarz. Glückwunsch zu 200 Stunden Spielzeit vom Pokémon. Krasser Scheiß. Nein. Will ich absolut nicht wissen. Ah, das brauchen wir nicht. Kupfer ist uninteressant im Grade. Kupfer ist, ist und bleibt uninteressant gerade. Kann ich euch? Ein Hufisch. Oh, da gibt es nochmal einen Trinkbahn. Ja, perfekt. Platz haben wir noch. So, ab geht's nach Hause. Inventar ist voll. Wir können ein bisschen Glas herstellen. Hi, I am Fake. Pack mal das Ding weg, das sieht merkwürdig aus. Und danke für den Follow, I am Fake. So. Einmal bitte Wasser machen. Wasser auffüllen. Pieper machen. Für Essen. Glas herstellen. Jede Menge Glas. Everything is awesome. Okay, das war's mit Glas. Das heißt, wir können nochmal ein bisschen Enamored Glas machen. Damit haben wir zwei zusammen. Und jetzt haben wir wieder nicht genug zur Verfügung. Alles klar. Das Kupfer. Ich weiß, dass es verschwindet dadurch, höchstwahrscheinlich bei meinem Glück. Das Titanium kann ganz raus. Das Glas behalten wir, ist klar. Wiring Kit, Advanced Wiring Kit. Warum haben wir ein Advanced und ein normales gemacht? Hä? Egal. Enameled Glas. Alles klar. Wir haben hier da ein bisschen Platz geschaffen. Wir können weiter auf Quarzjagd gehen. Bist du wieder aufgeladen? Jo, du bist wieder aufgeladen. Perfekt. Auf Quarz und auf die Zähne. Und ich glaube, ich gehe erst auf Zähnejagd, weil das wird schwerer sein, die zu finden. Wir hatten ja ziemliches Glück gehabt, zumindest gefühlt. Aber wenn ich das richtig beobachtet habe, haben die Zähne verloren, während sie Scrap Metal aufgesammelt haben. So, da ist einer. Wir parken mal hier. Gucken mal, was er so treibt. Vielleicht bekämpfen wir ihn auch einfach mal. Du Stalker! Du bist ein Stalker! Ich wusste es doch! Du Stalker! Okay. Er ist... Bist du tot oder lebst du noch? Nee, er ist tot. Er schwimmt mit dem Bauch nach oben. Ich denke mal, wir haben ihn getötet. Können wir jetzt noch was Schönes aus dir rausschneiden? Vielleicht essen oder so? Können wir dich nicht essen? Warum nicht? Aber wir können dich durch die Gegend bewegen. Das ist ja auch was. Oh, ich habe schon wieder einen gehört. Da ist... Oh, du hast was gesammelt. Hast du auch dein... Hast du einen Zahn verloren? Sieht nicht danach aus. Schade. Der Tote hat eben gerade Schaden. Nein, er hat das... Boah, hier könnte es so viel Silber und Gold geben, aber das brauchen wir aktuell nicht mehr. So, wir suchen mal nach einem Nest von denen, also wo ein paar mehr sind. War da eben gerade ein Oktopus gewesen? Das sah sehr danach aus. Die Geräusche scheinen von den Fischen zu kommen, die ich überfahre, weil wir kriegen keinen Schaden. Haben wir hier nicht irgendwo... Irgendwo muss doch hier Scrap Metal sein. Und in der Nähe von Scrap Metal sind die Viecher und... Da könnten dann auch wieder Zähne sein. Die Stalker. Diese Elenden. Ne, jetzt sind wir hier schon wieder in einem anderen Biom. Quarz. Ja, Quarz. Klar, warum nicht? Danke. Danke, Spiel, dass du mich nochmal darauf aufmerksam machst. Du brauchst Quarz. Nimm das Quarz mit. Hab ich's? Ja, sieht danach aus, als hätte ich's. Ja, haben wir. Okay.
Düpp, düpp, düpp. So, da wollte ich rein. So, wir müssen mehr von diesen Stalkern finden. Von den Stalkern finden. Hier muss es doch noch mehr von denen geben. Das ist. Oder ist das hier nur so ein kleines Teilbiom von denen? Nee, sieht eigentlich. Ah! Scrap Metal, das ist sehr gut. Hast du vielleicht? Verlierst du? Warte mal. Wenn wir. Oh, Salz. Also am sinnvollsten ist es, denke ich mal, wenn wir wirklich hier bleiben, beobachten und schauen und sobald wir sie Zähne verlieren, zuschlagen. Und uns nicht angreifen lassen. Naja, sie mögen es anscheinend nicht, wenn ich ihre Zähne haben möchte. Genug Energie haben wir auf jeden Fall für die nächste Zeit. Wow. Wow, 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 wow. Geh weg. Geh weg. Können wir eigentlich das Licht ausmachen? Nein, können wir nicht. Das ist uncool. Der hat auch, glaube ich, keinen Zahn verloren, so wie das aussah. Ich habe zumindest nichts runterfallen sehen. Und ich sehe hier auch nichts rumliegen. Da. Nein. Ja, genau. Bekämpft euch gegen... Nein, nein, nein. Gegenseitig bekämpfen. Nicht mich. Gegenseitig. Warte mal, ich helfe dem mal. Ich nehme jetzt mal das Scrap Metal. Klau ihm das unterm Arsch weg. Ach, das ist weggebackt. Na, das ist ja toll. War hier nicht gerade noch eins? Nein, war nicht. Da! Ein Zahn! Also, das Warten hat sich schon gelohnt. Nur noch zwei. Zwei Zähne brauchen wir noch. Gib uns noch ein paar Zähne. Na los. Nee, Mr. Marcel! Danke für die Subscription. Mega geil von dir. Ich sehe die letzten beiden Zähne. Ich sehe die letzten beiden Zähne. Mr. Master subscribed und wir kriegen Zähne. Das ist doch perfekt. Au. Und wir verlieren ein bisschen Leben. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das ist okay. Ja, nee, jetzt wird's schlimm. Jetzt wird es schlimm. Lass uns abhauen. Gut. Ah, wir können nach Hause. Ist das schön. Subhype! Genau, wenn jemand subscribt. Subhype! Booyah, Mr. Marcel. Booyah. Wie hast du jetzt bezahlt, wenn man fragen darf? Weil ich habe ja die 600 Bezahlmethoden aktiviert. Vielleicht hast du ja mit einer bezahlt, die vielleicht sogar sehr lustig ist. Ja, zum Beispiel mit Subway-Gutschein. So, damit haben wir die zweite Komponente fertig. Über Giropay. Ne, das sagt mir jetzt gerade nicht. Ne, haben wir noch nicht fertig. Ich glaube, uns fehlt noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen Quarz fehlt uns. Wir haben jetzt insgesamt 4 Stück fertig. Wir brauchen noch 3 Quarz. Gut. Wir machen uns mal hier so einen Hooverfisch. Mal gucken, ob der schmeckt. Sieht nicht schlecht aus. Dann können wir uns ja noch einen machen. Und den hier, den können wir nur normal essen, ne? Machen wir einfach. So. Wir gehen jetzt eh wieder auf normale Jagd. Weil wir brauchen Quarz. Quarz finden wir über die normale Jagd, habe ich das Gefühl zumindest gehabt, schneller. Oder da haben wir mehr Glück. So könnte man auch sagen. Nur Sand. Sand. Sand, so wie das aussieht. Noch mehr Sand.
Sand, 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 Sand und jede Menge Flora und Fauna, aber keine Quarze. Wir brauchen doch nur Quarz. Quarz und meine Lieblingsfische. Die Sackfische. Und ein bisschen Salz. Ach, wir sammeln einfach mal wieder alles. Da, da, da ist Quarz. Ist da so ein Angreiferviech? Nein. Zack, Quarz. Da ist nochmal Salz. Oh, sind aber auch schön, diese Hubfische. Ich nehme einen mit. Und esse ihn auch direkt. Weil er schön ist. So. Nochmal Quarz. Wir haben Quarz. Ne, warte mal. Wir haben zwei Quarz. Ein Quarz fehlt noch. Da.